Hallo, liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich über meinen Vater sprechen, der Schutzmann bei der Bremer Polizei war zwischen 1951 bis 1975. Damals sagte man noch Schutzpolizei und die Beamten, die nannte man Schutzmann oder im Volksmund Schupo, ne? Später hieß es dann Verkehrspolizei. Das hängt damit zusammen, dass in der Nachkriegszeit die Schutzpolizei in erster Linie Ordnungsfunktionen hatte und Schutzfunktionen, da es ja nur sehr wenig Straßenverkehr gab. Der Straßenverkehr, der nahm erst später zu. Also die Motorisierung, die fing etwa an so Mitte 60 bis Anfang 70, dass die Leute sich zunehmend mehr Autos gekauft haben, weil sie einen bescheidenen Lebensstandard erreicht hatten. Ja. Mein Vater, der war zuerst Wachtmeister, Polizeiwachtmeister. Und dann wurde er schließlich in der Endstufe dieser Laufbahn Polizeihauptwachtmeister. Ne? Und ja, also Ordnungsaufgaben. Also mein Vater, der musste zum Beispiel den ruhenden Verkehr kontrollieren, ne, ob halt die Geschäftszeiten, ihre Öffnung, ob die Läden ihre Öffnungszeiten eingehalten haben und die Gaststätten die Sperrstunde eingehalten haben. Und er musste für die öffentliche Ordnung sorgen, wie man damals sagte. Ne? Ja, und dann war auch halt die Aufgabe, dass er den Verkehr regeln musste. Damals gab es kaum Verkehrsampeln. Der Verkehr wurde von der Schutzpolizei geregelt. Ne? Also mein Vater, der hatte dann eine weiße Uniform an, ne? Und stand in der Mitte der Kreuzung auf so einem kleinen Podest. Und wenn da zum Beispiel der Verkehr seine Brust sah und die Arme weit ausgestreckt, dann war das für den Verkehr, Autoverkehr, gleichbedeutend mit Rot. Ne? Und der Querverkehr hatte dann Grün. Ne? Und wenn er dann die Hand nach oben gestreckt hat, die rechte Hand, dann hieß, war das sozusagen gelb. Und wenn er sich umgedreht hat, da war es halt die andere Ampelphase. Ne? Das hat also die Schutzpolizei den Verkehr geregelt, weil es nur wenig Autos gab. Ne? Ja, ja, und diese ganzen Autos damals, die es gab, die habe ich ja auch noch alle kennengelernt. Ne? Also erstmal Borgward war eine Bremer Automarke, der Arabella, der Isabella, dann der Lloyd, dieser Kleinwagen, dann BMW, Isetta, Gogomobil, Hanomag Henschel. Ne? Das waren halt alles so kleine Autos, ne? So mit einem ganz winzigen Motor, ne? die vielleicht 50, 60 nur fuhren. Ne? Naja, und mein Vater war also Schutzmann mit Herz, ne? Also der hat die kleinen Ganoven, die hat er auch nicht zu hart angepackt, ne? Weil die ja zum Teil auch ein hartes Schicksal hatten, weil die arm waren oder irgendwie kriegsversehrt waren und so. Ne? Ja, und damals war das noch so, dass mein Vater noch in Uniform in die Kneipe gegangen ist nach Dienstschluss, ein Bier trinken. Ne? Also das habe ich übrigens auch noch kennengelernt bei der Bundeswehr als Soldat, als Unteroffizier. 1970 war ich da bei den Soldaten. Da bin ich als Soldat
auch noch in Uniform in die Disco gegangen, in Soldatenuniform in die Disco gegangen. Ne? Das war damals durchaus üblich, weil die Bevölkerung, die hatte Respekt vor der Uniform. Ne? Und das war so die Ausläufer so vom Obrigkeitsstaat, ne? wo die Obrigkeit für Recht und Ordnung sorgt. Ne? Naja. Und mein Vater, der hat dann auch Skat gespielt, ne? Und dann kann ich mich daran erinnern, wenn er nach Hause kam, dann war leicht angeheitert und dann konnte ich ihn immer so schön ärgern, seine Haare durcheinander machen und den Schlips nach hinten drehen und ihn ärgern. Ne? Der war dann immer high und angeheitert. Ne? Naja, also mein Vater, der hat das so gemacht, der hat nie Alkohol getrunken während der Woche. Ne? Und dann halt am Wochenende, da ist er halt ins Wirtshaus gegangen, Skat spielen. Da hat er ein paar Bier getrunken, ein paar Schnäpse. Ne? Das war halt damals so. Ne? Ja, und mein Vater, der ist zuerst, Streife gelaufen, ne? Streife. Also ab 1951, ne, ist er Streife gelaufen, in Hemeling war das. Ne. Streife laufen heißt, dass die Schutzmänner zu Fuß gegangen sind durch ihr Polizeirevier und geschaut haben, ob alles in Ordnung war. Ne. Sie hatten also Wachaufgaben, deswegen hießen die auch Wachtmeister, ne, weil sie Wachaufgaben hatten. Sie mussten kontrollieren, ob da irgendwie Einbrecher am Gange sind oder ob da irgendwelche Sachen nicht richtig laufen. Ne? Ja, und dann später dann, Anfang der 60er Jahre, da hat mein Vater dann Meisterlehrgänge mitgemacht. Das war dann die andere Laufbahn, ne? Also hat dann Staatsbürgerkunde gehabt und Strafrecht und so und Verkehrsregeln und so weiter. Ne? Muss da wieder die Schulbank drücken und hat dann Meisterlehrgang gemacht. Ne? Und dann wurde er befördert vom Polizeihauptwachmeister zum Polizeimeister. Ne? 1975 ist er pensioniert worden als Polizeihauptmeister. Ne? Mit 60 Jahren ist er pensioniert worden. Ne? Ja, und mein Vater, der hat dann 1974, da hat er Jubiläumsurkunde bekommen. Ne? 40 Jahre öffentlicher Dienst. Ne? Da wurde dann halt seine Soldatenzeit mit angerechnet. Ne? Und davor war auch kurz bei der Polizei gewesen in Bremen. Ne? Mein Vater, der war im Krieg, war der Berufssoldat. Der ist schon halt vor dem Krieg freiwillig zur Luftwaffe gegangen. Der war Fallschirmjäger. Ne? Und deswegen von 1934 bis 1974, 40 Jahre öffentlicher Dienst, da hat er eine Jubiläumsurkunde bekommen vom Bremer Bürgermeister. Ne? Naja, und dann war das so, dann ist mein Vater, später ist er als Streifenführer auf dem Polizeiwagen mitgefahren. Ne? Der Streifenführer, das war immer der Beifahrer, ne? Die ersten Polizeiautos, die hatten ja noch keine Seitentüren, die hatten nur Lederschürzen, ohne Glasscheiben, ohne Fenster, Lederschürzen. Das waren alte VW Käfer mit Brezelfenstern. Ne? Naja. Und dann war halt auf dem anderen Polizeirevier, ne? Auf einem anderen Polizeirevier war da, in Fegesack, ne? Naja, und dann
als er älter wurde, hat er dann Vernehmungen machen müssen bei der Verkehrspolizei, Vernehmungen, und zwar also Unfälle bearbeiten, wenn also Unfälle waren mit tödlichem Ausgang, Verkehrsunfälle, dann musste er ermitteln im Vorfeld der Gerichtsverhandlung beim Verkehrsrichter. Musste nicht ermitteln für die Staatsanwaltschaft, ne, und hat dann dementsprechend Vernehmungsprotokolle gemacht. Ne. Ja, ich meine, damals war das ja alles wesentlich bescheidener. Ne. Ich meine, er hat halt die Vernehmungsprotokolle, die hat er mit der Büroschreibmaschine gemacht. Das waren ja mechanische Schreibmaschinen. Ne. Und das waren ja Riesendinger, ne, diese Büroschreibmaschinen, mechanische Schreibmaschinen. Ne. Damals gab es ja noch keine Computer. Ne. Ja, und mein Vater, der hat sehr viel erzählt von seinem Polizeidienst, so von Anekdoten und Begebenheiten. Ich habe immer schön zugehört. Ne. Da in Fegesack war damals ein Fischereihafen. Mit Heringslogger. Das sind halt Fischerboote, die rausgefahren sind, die Weser runter zur Nordsee zum Fischfang. Ne? Und die Besatzung, das waren die Loggerjungs, die Loggerjungs. Ne? Ja, und wenn die Landgang hatten, dann sind sie auch in die Seemannskneipen gegangen in Fegesack, ne? Und da gab es mal Wirtshausschlägerei und so. Ne? Ja, da musste ja mein Vater dann auch einschreiten und dafür Ruhe sorgen. Ne? Also damals war da noch ein kleiner Fischereihafen in Fegesack. Ne? Später haben sie dann diese ganze Altstadt von Fegesack, das haben sie dann alles abgerissen. Ne? So etwa Mitte bis Ende der 70er, Kahlschlagsanierung, alles abgerissen. Ne? Das haben sie in anderen deutschen Städten auch so gemacht, dass sie alte Bebauung abgerissen haben und dann haben sie da neue Bauten hingesetzt. Ne? Naja. Und alles in allem habe ich da schöne Erinnerungen an meinen Vater und meine Eltern. Ne? Also mein Vater, der musste ja also Wechseldienst machen, als er noch nicht Vernehmungen gemacht hat für die Staatsanwaltschaft. Da hat er Wechseldienst machen müssen, also Früh-, Spät- und Nachtschicht und so. Ne? Ja, und dann war das halt so. Wenn mein Vater tagsüber frei hatte, ne, weil er also entweder Nachtdienst gehabt hatte oder zum Spätdienst musste, dann hat er immer viel mit mir gespielt. Ne. Dann sind wir auch zum Weserstrand nach Lankenau gegangen, bei Oslepshausen an der Weser. Da konnte man damals im Strandbad noch schwimmen gehen, da konnte man noch baden. Ne. Da war ich so 8, 9 Jahre alt. Ne. Ja, und mein Vater, der war sehr humorvoll und konnte gut Geschichten erzählen. Ne. Der hat sich immer dann selber Geschichten auserzählt, also ausgedacht, die er mir dann als kleiner Junge erzählt hat. Ne. Ja, und von seinem Polizeidienst, da hat er sehr viel erzählt von Begebenheiten auf dem Revier und so weiter. Ne? Da hat er immer was erzählt. Ne? Da habe ich mir auch sehr viel merken können. Ne? Teilweise hat er es auch wiederholt, aber das fand ich nicht so schlimm. Ne? Gerade bei Feiertagen, so zum Beispiel beim Gansessen in der Weihnachtszeit, ne? Nach dem Weihnachtsessen, bei solchen Gelegenheiten, da hat er immer viel von früher erzählt. Ne? Und da habe ich immer aufmerksam zugehört. Ne?
Ja, und damit möchte ich schließen. Ich habe auch eine Homepage www.ahnenkruse.de und da können Sie gerne mal vorbeischauen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.